schnell! Wir müssen Dr. Harlan retten! Schnell! Schnell Popcorn! Ah, da müssen wir lang. Halt! Verdammt! Was hat er denn vor? Willkommen zurück zu Lone Echo, liebe Zocker und YouTuber. Wir haben in der letzten Folge fast das Finale gehabt. Wir haben Liv gerettet, aber dann hat das Serum bei Dr. Harlan versagt. Wo sind die denn jetzt? Und er hat noch irgendeine Idee. Ich hätte ja die Idee... Wo sind die? Da? Ich hätte ja die Idee, in die Vergangenheit zu reisen und das Serum da an der unmutierten Variante der Biomasse auszuprobieren. Aber wie soll man denn in die Vergangenheit reisen? Der Antrieb ist doch kaputt. Wie soll denn das funktionieren? Okay. We just learned something new. We learned there's a window. A certain point in time wherein the biomass was still vulnerable. When it could be stopped. Ja, aber... Yeah, that point's long past. Eben, wir kommen nicht mehr in die Vergangenheit. Only we had some way to talk about it. Transmitting Jack's protocols back in time won't help us here, Doctor. It's also impossible without a working FTL. Genau, wir haben kein FTL mehr, um zurückzureisen. Wir können das Antiserum nicht mitnehmen, sondern nur meinen Verstand, wenn überhaupt. Was ist das? Der Hilfs-FTL-Antrieb. Das ist, I believe that is one of the Astraea's FTL drives. I recall seeing a number of them while retrieving the fuel cell from the wreckage. What do you think, Apollo? Could it work? I'll need to run some models, but it's possible. What the hell are you two on about? I'll explain everything once Jack and I are on our way to the Astraea. We'd best get moving. Okay. Hold on! No one's going anywhere until one of you gives me something resembling an explanation. Captain Rose. No, if you want to send Jack back out to that... Also ich übersetze mal, ja, grob. Wir wollen mich nochmal in die Vergangenheit schicken mit dem Antiserum. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Und dann infizieren wir das unmutierte, die unmutierte Biomasse. What do you need us to do? Jack, you and I will make our way back to the Astraea's drive bay. You'll need my assistance to unlock the FTL housing. Captain Rhodes, if you would remain here with Dr. Harlan, there's some specialized equipment you'll need to fabricate and assemble. Oh, brilliant. Opening airlock. Okay, aber was ich nicht verstehe, wie bringen wir die... Wir können doch nur meinen Verstand in die Vergangenheit schicken. Ach, ihr. Okay, wie bringen wir das Antiserum mit? Keine Ahnung. Wir holen jetzt von der Astraea ein... Ja? Good luck. Danke. Let us know when you've reached the Astraea. Copy that. Okay, der FTL-Antrieb, den wir benutzen werden, ist von der Astraea. Airlock cycling. Stand by. Da ist wohl noch so ein Hilfsantrieb intakt. Den müssen wir erstmal bergen. Don't let those ticks give you too much hassle. Ja, ach ja, ich bin ja wieder verwundbar. I'll be fine. I'm sure I'll be fine. Warte mal, yeah, I know. I just like reminding you to be careful. So, be careful. Ja, du hast gut reden. Warum machen das eigentlich nicht die Menschen, sondern ich immer? Weil sonst... Before you ask, yes. That's an order. Was? Ach so, ja, ja, ich soll vorsichtig sein. Okay, zur Astraea. Die Astraea war doch das Schiff mit dem... Exiting portside airlock. We need to make our way back to the Astraea, to the auxiliary drive bay. Okay. All right, Apollo, you're on your way. Ich bin auf dem Weg. I'm waiting for my explanation. We all agree, simply transmitting Jack's consciousness into the past won't work this time. Eben. However, eben. If we were to appropriate one of the Astraea's remaining FTL drives, the Doctor and I believe we may be able to use it to return both you and Jack to the 22nd century. You're saying... We might be able to go home. I'm reticent to make any assurances, but yes, okay. I believe it is possible. Assuming at least one of the drives is still operational. I thought you said we couldn't access the drives because of all the biomass. That was before we had the counterpulse. Well, that's great, but do you have some way for Jack to administer it? Jack, make your way to the nearest fabricator. I have a new modification for your shell. Understood. Okay, also sie wollen uns diesmal physisch in die Vergangenheit schicken, mich und Liv. Dann sind wir quasi wieder zu Hause und können von da die Zukunft retten.
Das ist ja irrsinnig. Was, wo soll ich hin? Das ist ja Irrsinn. Zeig mal an, wo ich hin. Da. Ja, da. Mach doch mal, markier das doch mal. So, Mensch. Weg damit. So, wo muss ich hin? Da oben, sag ich doch. So, also zurück zur Astrea. Den Hilfs-FTL-Antrieb geholt. Damit mit Liv in die Vergangenheit geflogen. Unser alter Ego ist wahrscheinlich begegnet. Liv begegnet sich und ich begegne meinen alten Jack. Und das wird total lustig. Und dann retten wir da die Zukunft, indem wir da die Biomasse... Wir können auch nicht die gesamte Biomasse weginfizieren, oder? Geht das? Naja, wir werden uns schon sagen, wie es geht. Aber die Idee ist gut. So, warum sind da zwei Markierungen? The fabricator is just to the left of the bridge entrance. Ja, okay. Er hat gesagt, ich kriege eine neue Modifikation. Ich bin gespannt. Da sind Ticks. Was kriege ich denn für eine Modifikation? Ich bin gespannt. Ich muss mal kurz an mein Mikrofon grapschen, so. Integration successful. Your new counterpulse device is ready to be equipped. I expect you'll find it quite an effective tool for combating the biomass. Okay. It's a weapon. A focused counterpulse emitter. Based on a design from my own timeline and calibrated to the same wavelength as the treatment we administered via the medical pod. Kyogun. Nice. Understand, this device will only eliminate the older, more primitive biomass. The more evolved forms from this time period will just be temporarily incapacitated. Regardless, it should make short work of the biomass surrounding the Astrea's FTL drives. Okay, ich habe eine Cure-Gun gekriegt, also eine... Even further, making the device that much more efficient. Which would allow the emitter to discharge more shots before overheating. Certainly fixed you right up, didn't we? We're ready to proceed to the drive bay. Ja, ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ist denn die neue Waffe? Warte mal, was ist das hier? Das ist der Reader, okay. Hört mal auf, mich zuzutexten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das nicht. Das müsste es sein. Das müsste die Cure Gun sein. Und sie hat auch einen Rückstoß. Super! Warte mal, aber. Moment mal. Aber das hier. Ich hab doch schon was, um die bewegungsunfähig zu schießen. Das hier, oder? Nee, warte mal, das ist der Grabscher. Keine Ahnung. Doch. Okay, dann kann ich sie halt jetzt noch bewegungsunfähiger schießen. Wobei sie gesagt hat, dass die nur tödlich auf alte Biomasse wirkt. Also nicht auf die hier gerade ist. Wir können es ja mal ausprobieren. Bratz! So, jetzt müsste der sich bald wieder erholen. Na? Erholst du dich wieder? Bratz! Bratz! Okay, funktioniert. Was ist das da? Ey, was ist das? Offenbar nix, okay. Wir fliegen mal weiter. Was sollen wir machen? Warte mal, wir sollen... Da hinten? Sollen wir hier durch oder sollen wir da durch? Ich bin mir nicht sicher. Warum kriege ich dazu keine Meldung? Zu der Substation. Was ist das? Kriege ich da auch keine Meldung zu. Super. Muss ich hier durch oder muss ich... Wo muss ich lang? Ja, ich glaube, ich muss hier durch. Nein, lass mich bitte nicht schon wieder durch dieses Strahlungsgebiet durch. Nee, oder? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Doch, es ist natürlich wieder das Strahlungsgebiet. Natürlich ist das Strahlungsgebiet. Ich sehe jetzt gerade überhaupt nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ach, da oben. Okay. So, warte mal. Das heißt... Wo fängt denn die Strahlung an? Irgendwie müsste die hier bald anfangen, ne? Bin mir nicht sicher. Ich gebe einfach mal Schub irgendwo hin. Dahin zum Beispiel. Ja, da geht's los. Okay, beeil dich. Moving out into the debris field now. Just get that FTL and get back here quick as you can. No sense spending any more time over there than you need. Okay. Ah! Hier, verdammt! Bratz, 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 Bratz! Okay, da ist wieder mein Strahlungsgeb. Weg, du Viech! Okay, die...
Was ist denn das? Geh, ich sterb. Halt die Backen, Liv. Ich hab hier ganz andere Probleme. Schau, was ist los mit Liv? Well, not a bomb so much as a device that will unleash a sudden and forcible burst of energy across a widespread area. So, a bomb? Yes, a bomb. Okay. But one that emits a counterpulse that should only be harmful to the biomass. Brilliant. I am a tactical AI. Most of my solutions tend to involve some form of explosion. Ich hab jetzt keine Zeit, How will we make this device? I mean, I could do it. But my hands are a bit tied at the moment. I can easily repurpose existing... Nein, jetzt nicht auf mich! Counterpulse, dispersion, catalyst. Cure boss. Very well. Kusch, kusch, kusch! Ich hasse dich! Warum treffe ich das Viech nicht? Was ist denn jetzt los? Ah! Verstrahlt. Ja, ja. Wait a second. How is Jack's rebootability supposed to work in the past without the Fabricator Network? My design for our makeshift transport includes a single fabricator to accommodate Jack's reboot for the duration of our mission. Hier muss noch, irgendwo muss hier noch einer sein. We can address reintegrating Jack's protocols into an Atlas network. Wo ist denn das Vieh? Da. Well, yes. It would be rather difficult to operate on the opposite. Da ist noch einer. Boah, knapp. So, während ich hier rumgepanikt habe, erstmal aufladen. Haben sie mir erzählt, was wir... Kusch! Haben sie mir erzählt, was der Plan ist. Also der Plan ist, wir bringen eine Art Bombe, in Anführungsstrichen, mit in die Vergangenheit, die quasi diese Strahlung hier, die hier quasi in Masse auslöst und die gesamte Biomasse vernichtet. Und somit kann sie sich nicht ausbreiten, wird in der Zukunft nicht vorhanden sein und alles ist gut. Versteht er? Alles klar? Okay, ich habe das Prinzip verstanden. Jetzt müssen wir mal gucken, wo fliegen wir als nächstes hin. Da ist so ein rotes Ding. Fliegen wir da rüber, oder? Ja, komm erstmal da rüber. Und schub! Ach, guck mal, die sind sogar noch aktiv. Also die Bobbles da. Ich bin unterwegs. Oh, jetzt ist es weg. Jetzt ist es verschwunden. So, irgendwo saugen hier welche rum, da. Lass es in Ruhe. So. Strahlung. Okay, was hab ich hier angeditscht? Ach, das ist mein Stuhl. Okay, ich bin definitiv, aufladen. Bin definitiv zu nah an meinen Sachen. So, lass mal kurz gucken. Wo müssen wir hin? Da hoch, okay. So, darauf FTL-Antrieb holen, mit Liv einpacken, die Bombe einpacken, in die Vergangenheit und die Welt retten. Das ist eigentlich total einfach, oder? Total einfach. Da ist noch so ein Sprengkopf. Ah ja, wird schon gut gehen. Der jetzt natürlich verschwunden ist. Ich bin unterwegs. Shields at 95%. Ja, ja. Was ist das? Ein Sprengkopf. Okay, noch ein Sprengkopf. Bratz. So, wenn man nicht in Panik gerät, klappt das eigentlich alles ganz gut. So, jetzt nur noch da rein. Und den FTL-Antrieb von der Astrea. Ja, halt still! Wo kommt ihr da her? Mistviecher. Okay. Nochmal. So, diesmal machen wir das richtig.
hätte da vielleicht nicht wie eine besenkte Wildsau reinfliegen sollen. Diesmal machen wir das einfach auf Distanz. Warte mal, so. Pritz, siehste. Pratz, ja, hast du davon. Und Brutz, so. War das alles? Ich hoffe, ja. Da ist noch einer. Shields at 95%. I've reached the drive. Das Zeug hat sich ausgebreitet. So, warte mal, wo müssen wir more hin? More or less how we expected. That bad, is it? Jack, the removal process will require access to several mechanisms throughout the drive bay. Any live ticks in the area will undoubtedly make our job that much more difficult. Understood. I'll clear them out. Okay. Our aim is to locate a viable FTL drive. We need one that is suitably infected with biomass, but not to the extent that it is overrun. The Goldilocks FTL. An accurate, if somewhat antiquated metaphor. Once we find a suitable drive, we'll need to remove it from its housing and extract it via the corresponding service port. The removal process is no easy task, but I can walk you through the procedure. Okay, ihr habt's gehört. Wir wollen ja mit dem FTL zurück in die Vergangenheit springen. Das hat nur deswegen geklappt, weil der erste FTL, der diesen Effekt überhaupt ausgelöst hat, mit der Biomasse in Verbindung stand. Das heißt, wir brauchen absichtlich einen mit Biomasse infizierten FTL-Antrieb, der aber nicht so stark infiziert ist, dass er nicht mehr funktioniert. Und sie meinte, das wäre der Goldilocks. Also der goldene Mittelweg. Das könnte natürlich interessant werden. So, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Jetzt ist die Frage, wo ist der FTL-Antrieb? Wo ist er? Okay, erwischt. Alles cool. Bratz. Vorsicht. Nicht zu dicht dran. Bratz. Haben wir noch einen da? Ha! Daneben. Beinahe hätte ich ihn gefangen. So, fliegt da noch irgendwas rum? Ja, da oben fliegen noch welche rum. Wo ist der jetzt hin? Hier war noch einer. Wo ist er hin? Bratz. War das alles? Halt, da ist noch einer. Oder? Nee, das ist der, den ich gerade. All clear, Apollo. Acknowledged. Now then, we should start by identifying any FTLs that are still extractable. Vorsicht. Drives whose locking pins are largely clear of biomass at the upper and lower extremities. Understood. Schau, was hat er gesagt? I'll see if there's a drive that's clear enough to move. Anyone able to cross their fingers? Sind das die Antriebe? Okay, der sieht zu infiziert aus. Der sieht gar nicht infiziert aus. Keine Ahnung. Mach mal die Dinger hier kaputt, die gefallen mir nicht. So, das sind doch hier die FTL-Antriebe, oder? Diese Riesendinger. Ich kann ja mal da reingucken, aber bin mir nicht sicher, wo ich jetzt genau hin muss. Sieht mir alles. Sind das FTL-Antriebe? Was weiß ich denn? Warte mal. Was ist mein Ziel? Obtain FTL an den Durchstellung. Ach, super, es hilft uns eigentlich auch nicht viel. Aber warte mal, da hoch müssten wir, ne? Oder? Ne, das ist Glas, super. Kannst du knicken. Ah, da, ich sehe es, dann macht er die Augen auf. So. Locking Pins. Keine Ahnung, was ich hier mache. Hier sind Locking Pins, soll ich die lösen? Some biomass is present, but not enough to impede the locking pins. Now to inspect the opposite end. Okay, das war offenbar, der ist offenbar nicht geeignet. Das ist the opposite end. Where is the opposite end? Das entgegengesetzt. Warte mal, das war unten, ne? Bin mir nicht sicher. Da unten ist es, oder? Ja, das sieht gut aus. Wie sieht's hier aus? The locking pins on this end also appear to be free of any obstruction. Confirmed. Cursory inspection verified. Internal biomass growth is also suitable for our needs. Is that a winner? Das heißt, den it nehmen wir? Appears so. Scheinbar. So we're good to go.
So sieht ein FTL-Antrieb aus. The FTL will first need to be primed, which requires filling the drive with an ionized fluid and stimulating a hybrid voltaic reaction. Was muss ich? Is that as dodgy as it sounds? Priming the drive is a fairly standard procedure. Moving a drive after it's been primed is most certainly not. How do we start the procedure? The drive controls are offline. You'll need to initiate the process manually. Look for an access panel on the side of the FTL drive. Okay, wir müssen den Drive primen, was also vorbereiten, keine Ahnung. Da ist übrigens Biomasse drin, aber da soll ja Biomasse drin sein. Und er hat gesagt, an der Seite irgendwo. Warte mal, da sehe ich doch irgendwas, oder? Ist da irgendwas? Darunter kann ich aber nicht, weil da ist ja Glas. Das ist es. Ah! Eklig. So, wo ist denn das? Da ist irgendwas. Warte mal. Ich muss den primen. Ist das zum Primen? Halt, bleib doch mal. Mann. Bleib doch mal stehen. So. Wo wird hier geprimed? Access Panel. Ja, das ist es, oder? Access Panel located. You'll have to cut your way in. Ja, ja. Hold the lever inside and the drive will begin priming. Once the injection process is complete, I will funnel all remaining power in the drive bay to the FTL. Alles klar. So, da drinnen muss ein Hebel sein und damit kann man den, so, kann man raus da. Und jetzt einmal. Drive priming initiated. Injection complete. I will now attempt to create a sustained reaction by applying any remaining power. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Okay, der Warp-Antrieb wird jetzt aktiviert. Sustained reaction achieved. We're ready to remove the drive. Outstanding. Und das machen wir wie? The FTL drive is held in place by locking mechanisms at its upper and lower extremities. They must be manually released before the drive can be removed. Okay, jetzt muss ich den... The release mechanisms are housed within the drive moorings at both the top and bottom of the chamber. You'll need to cut your way in. Understood. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwie... Jetzt müssen wir das Ding lösen. Einen haben wir schon gesehen. Es ist die Frage, wie wir da rankommen. Also da unten war ja so ein Hebel. Warte mal. Da ist das... Der Excel, genau, okay. Da kommen wir hier an dieses Ding müssen wir ran. Ich bin so ein Mechaniker. Super, da ist aber lauter Gedöns drin. Wie soll ich da... Naja, erstmal aufschneiden. Beschweren tun wir uns dann. I've gained access to the drive locking mechanisms. The release control is located on the drive itself, between the locking pins. Nehmen wir doch den hier. Ist vielleicht besser. So. Einmal einpacken, bitte. Sieht das gut aus? Ja, sieht besser aus. Krabbel, krabbel. Ah, hier. Ab in den Lüftungsschacht. Immer gut. So. Eine Klammer gelöst. Und dasselbe müssen wir oben nochmal machen. Ich komme hier nicht durch. So. Bottom locking mechanism released. Good. Once you release the upper lock, the drive should come free. So, warte mal, wie kommen wir jetzt auf der anderen Seite ran? Hier rum, es ist so geil. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich finde, das Spiel ist so genial. Ich bin jetzt schon traurig, weil es wird definitiv irgendwann zu Ende sein. Ich glaube, so lange dauert es nicht mehr. Aber ich meine, wie viel gute Storylastige, wohlgemerkt. Mann, ich hab doch noch geschossen, du dusselige Ding. Wie viel gute Storylastige. Da treibe ich rufen. Storylastige, gibt's denn noch? Das ist ja die Frage, ne? Also, Alyx soll noch ganz gut sein, also das Half-Life VR, wenn man so möchte. Und ein anderes fällt mir aber, ich glaube hier, The Walking Dead, gab's auch noch was? Warte mal, wo bin ich denn da gerade reinmarschiert, wo das Viech da gerade ankam und mich gefressen hat? Weiß es nicht. Geh mal einfach hier rein, komm. Ja, also mir fällt da halt nur dieses Half-Life-Ding ein. Alyx. Das soll auch noch ganz gut sein. Könnt ihr mir ja mal sagen, was er davon haltet. Das ist
machen das hier. Also. Ja, super. Wie soll ich denn da? Kann ich hier um die Ecke fliegen? Geht das? Machen wir mal Licht an. Nee, da ist zu, oder? Nee, da. Na? Da. Okay, warte mal. Ach, geh mir vor mir. Komme ich da durch? Bin mir nicht sicher. Vorsicht, das ist tot, aber das am Rand nicht. The drive is not fully unlocked yet, Jack. Ja. The upper mechanism still needs to be released. Wäre ich mal da durchgegangen, wäre einfacher gewesen. Drive unlocked. Excellent. I've repowered a nearby control panel so you can complete the removal procedure. The controls will allow you to position the drive so it can be easily removed via cargo drone. Okay, ich soll das den Release-Prozess jetzt abschließen. Wo soll der gewesen sein? Und dann kommt eine Cargo-Drohne und holt das Ding ab. Ich habe vorsichtshalber mal meinen Blaster ausgepackt. Da unten? Nee. Das ist was ganz anderes. Das ist Control. Ist das ein Control-Terminal? This terminal appears to have exceeded its purpose. The terminal you need should still be operational. Okay. It is oriented to face our charged FTL drive. Das da? Das sieht gut aus. So, dann, was ist das für eine komische... Was muss ich da machen? Moving FTL into position. Still there, Jack. A far right home. Wohin move ich den da gerade? Once the drive reaches the outer wall, you can open the... Jack, be advised. Take a stand by. I'll be with them. Shields are 30%. Drecks... Viecher. Da sind schon wieder welche. So. Tick threat neutralized. Ja, hättest mich ein bisschen früher warnen können. Once the drive reaches the outer wall, you can open the surface port to make the drive available for retrieval. Muss ich den jetzt noch weiter da dran? Ja, muss ich. Is in position. How do I open the service port? Multi-operator release controls on either side of the hatch. Okay, ich sehe sie. Ich sehe sie. Jetzt müssen wir die. Jetzt müssen wir das Ding öffnen. Da kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche Ticks. Moment mal, wie soll ich denn das gleichzeitig? Alle vier kann ich nicht gleich. Zwei kann ich gleichzeitig, aber nicht vier. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ah, okay. Und jetzt fällt er raus. Removal process complete. The FTL drive is ready to be extracted. Good work, Jack. Da kommen die Drohnen. Drones are on their way. Copy that. Ich flieg mal mit, ja. Ich muss ja schließlich Geleitschutz geben, falls irgendwas ankommt hier. Piu, piu. Ready to depart with the cargo in T minus 10 seconds. If you plan to accompany the drive, I suggest you take hold now. Juno, do you have location records for all the station's drones and docks? Disco! I'm exiting the drive bay. Give the Astraea a wave as you go. Suppose this is the last we'll be seeing of her. I'm afraid that's not entirely accurate. To ensure we eliminate all the biomass in the past, we will need to generate a counterpulse substantial enough to blanket the entire Kronos 2 orbital sector. To do so, we will have to venture into the remains of the Astraea that were left behind in 2126 and use the ship's primary drive exchange conduit to amplify the output of the cure bomb. Kind of grows on you, doesn't it? By the nose. Like a biomass infestation. So, where am I in all this? I will need you to accompany us into the wreckage. As acting captain of the Astraea, your authorization is required to access the primary drive bay. Right. Well, I've nearly finished rigging up the gantry. Should be good to go by the time the drones turn up with the FTL. I'll see you back here shortly. Acknowledged. Jack, I should tell you. If our plan succeeds, it is unlikely you will be able to return to this timeline. If there are any outstanding tasks you'd like to finish,
Now might be the opportune time. Understood. Nee, er hat mich jetzt gefragt, ich werde hier nicht wieder hin zurückkehren, falls ich noch irgendwelche Sachen zu erledigen habe, soll ich das jetzt machen, aber ich glaube, wir haben nichts mehr zu erledigen. Okay, also wir brauchen Liv, um uns in der Vergangenheit Zugriff zu Astrea zu geben. Da schließen wir dann diese Cure-Bombe an, verstärken die mit dem Antriebssystem der Astrea und die löscht dann in dem gesamten Saturn-Orbit die Biomasse aus und hoffentlich... Okay, was mache ich jetzt? Was ist das für ein Transporter? Jack, over here. Alright, Doc. The gantry's rigged up. I think we're all set here. Jack, I want to remind you again. Once we start this process, ja, we are effectively locked in. Ja. Your shell will be exclusively paired to the fabricator on the rear of the transport rig. If you exceed its range, you will be forced to reboot. If you have any remaining tasks you'd like to address, this is your final opportunity. Nein, ich habe keine Tasks hier. I'm ready. Was muss ich machen? I'm ready to begin. Very well. Moving FTL into flash on it. Aber was muss ich denn machen? Keep clear. Will do. Clamps are set. Bring her in. Ich geh mal weg hier. Ich glaube, das Ding kommt jetzt hier runter. I'd say I did a fair job. Especially for the time it took. I mean, it might not be... It'll get the job done. I'll switch off. Drive secured. Confirmed. Mann, Liv! The FTL is now linked to the station's power grid. Reading vigorous biomass activity within the drive. The infection is feeding off the FTL's energy field. I assume that's good. It's expected. Begin diagnostic and compatibility check. Verify functionality of all drive components. This should only take a moment. No problem. We'll just sit here in nervous anticipation. Very well. You're concerned. About having every molecule in my body yanked across all space and time. I'm a little nervous, yeah. The odds of success are surprisingly favorable, especially when one considers all the variables at play. Diagnostic and compatibility check complete. Stand by while I reconfigure the FTL's drive settings to mirror the exact conditions that first sent the Astrea. Okay, sie reproduzieren jetzt genau dieselbe Situation wie die ganze Sache begonnen hat. Yes, we have to get clear of the platform. I know. Und wo gehen wir jetzt hin? Ach so, er muss jetzt gehen und wir beide, wir werden in die Vergangenheit geschickt. Was hast du da für ein Werkzeug? Captain, hi. I wanted to say I'm sorry. I was wrong to keep. Du küsst euch schon! Ach, es geht nicht. Perhaps if I trusted you sooner. In any case, I hope you can forgive me. Though I don't expect you to. Right. Well. Goodbye. Dr. Harlan, thank you. What you're doing here, she'd be proud of you. Kille, 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 kille. Yeah, probably. But she'd still be proud. Thank you. Ich bin so stolz auf euch beide, ja? For helping me put an end to this. Ey, die mögen mich nicht. Doctor, we should really be going. Yes. Alright. Do all we can. We'll do everything in our power to stop the biomass. I know you will. FTL settings configured. As soon as the doctor is clear, we can begin spinning up the drive. Nu. Farewell, Captain. Er rennt durch mich durch. Of course, always. Goodbye, Jack. I will make sure to permanently archive all of the time we have spent together. Ja, danke gleichfalls. Thanks, Juno. You're welcome. Good luck saving your timeline. Popcorn? Naja, wir retten nicht nur unsere Timeline, sondern auch deine. Ach, Popcorn kommt auch mit. Den hätten wir auch hier lassen können. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Da ist der FTL-Antrieb. Ja, ich bin unterwegs. Alright, it's okay. Ja?
What do you say, Jack? You ready for this? Nein, aber kann losgehen. I am if you are. Yeah. Yeah, it'll be fun. Apollo, we are clear. Ach, das ist die Bombe. Okay, das ist die Bombe und damit springen wir. Okay, das ist die Dingsbumsbombe. Listen. I realized I never properly thanked you. Ja, brauchst du mir nicht danken. Ist alles gut. Da bin ich dafür bin ich da. Pretty sure hibernating for 4 centuries falls outside the scope of your directives. Clearly, you and I have different interpretations of my directives. Well, regardless. Thank you. Of course. FTL spin up complete. Drive reports green. Remember, you need to trigger the device before the Ithaca reaches the infected zone. That should be enough to alter the course of events. Prevent the biomass from spreading. Understood. We'll get it done. Okay, und wie wir das machen, das seht ihr beim nächsten Mal. Nein, Cliffhanger! Bis dann, denn euer Mr. Fleck. Treffe ich den richtigen Knopf? Alright, Jack. Nein, das war nicht der richtige. Wo ist denn der richtige Knopf hier?